Ja, stimmt. Okay, willkommen zu einem neuen Part. Und ja. Hey, Topsy ist da. Nein, Alex ist da. Und. Ach, es gibt keine Münzen mehr, glaube ich. Sicher? Warte, wir waren jetzt schon da drin, oder? Okay, ja, von warte mal, wir waren da schon drin, haben die mit davor gesprochen. Da Typ, dieser perverse Typ haben wir. Wir haben schon alles hier gemacht. Sicher? Haben wir schon mit denen beiden? Ja, haben wir schon. Der hatte mit. Ah, ja. Er hatte mit. Ja. Der Parkour drin, ja. Da drin haben wir sicher alles? Ja. Okay. Ja, den aber nicht. Sieht sein Hut irgendwie nicht anders aus? Bisschen. Okay. Rätsel. Das ist ja ein ulkiges Gebäude. Es sieht so aus, als hätte es eine kleine Familie aus Station. Ja, die Architektur des Viertels hat sich in den letzten Jahren in eine ganz eigene Richtung entwickelt. In den letzten Jahren, was sagst du? Ich verstehe, deshalb also kommt mir alles so fremd vor. Weißt du, als du gerade Familie sagtest, musste ich an ein gewisses Rätsel denken. Willst du es hören? Aber gar keine Frage. Okay. 70 Geschwisterfolge. Psst, egal. Okay. 50-50 ist die Chance. Ja, stell dir vor, du seist das 8. Kind von 10 Geschwistern, Luke. Die erste Tochter ist die jüngere Schwester des zweiten Sohns und die ältere Schwester des dritten Sohns. Der 4. Sohn ist der ältere Bruder der zweiten Tochter und der jüngere Bruder der ersten Tochter. Zwischen der dritten und der vierten Tochter gibt es keine Brüder. Ist das dritte jüngste Kind nun ein Junge oder ein Mädchen? Kannst du Luke bei der Lösung helfen? Ey, das war einfach kompliziert, warte. Drittjüngste, das ist das 8. Kind. Und man soll sich vorstellen, dass Luke das 8. Kind ist, also Junge. Warte, was ist A? Mädchen? Oder B Mädchen? Oder was? Ja, das ist Mädchen, guck mal. Okay, dann ist B ist richtig, dann. Warte, Luke ist das 8. Stand da noch. Wie wäre es hiermit? Wetten, da steht danach. Guck gleich. Ich wusste. Das ist so eine Verarschaufgabe irgendwie. Es ist ein Junge. Anfangs wurde gesagt, Luke sei guck, das. Genau, ja. Aha. Das ist so eine Verarschfrage, wo man richtig lange liest und dann nachdenkt und so. Ich glaube, ohne dich hätte ich jetzt ganz so nachgedacht. Ich habe ich von mir selbst. Das solltest du auch nicht, Professor Layton. Lehrling ist nämlich kein Rätsel zu schwierig. Ich glaube, jemand ist gerade gekommen. Aber ich kann mir nicht sofort. Am Bahnsteig können wir jetzt reingehen. Und die Marke ansprechen. Ne? Aber erstmal kurz dahin. Da ist ein Rätsel für uns. Verstecktes Rätsel? Nein, den Typen muss man öfter ansprechen. Manche Leute haben wirklich keinen Respekt für die Arbeit anderer. Was ist denn passiert? Seht euch nur mal meine Mauer an. Irgendwer hat sie vollgeschmiert. Diese Vandalen lacht sich jetzt sicher ins Fäustchen und ich darf die Misere aus der Welt schaffen. Die Farbe ist längst trocken. Die bekommen wir sicher nicht so schnell runter. So, dann muss ich wohl die ganze Mauer neu streichen. Da wir schon vom Streichen sprechen, habt ihr von diesen Rätsel hier gehört? Man gibt da insgesamt 6 Rätsel von denen. 6? Immer mit Farbe zu tun. Ja, okay. Ach, warte, ich weiß noch, dass das eine richtige, simple Antwort war. Eine alte Ziegenmauer wurde auf künstlerisch wertvolle Art verziert. Wie du auf der Abbildung sehen kannst, hat der Künstler 5 verschiedene Farben auf einen weißen Hintergrund gemalt. Ein Blick auf diese Wand sollte reichen, um diejenige Farbe zu ermitteln, die am meisten verwendet wurde. Welche mag das wohl sein? Das ist wirklich die Simpel. Also die Farbe, die am meisten benutzt wurde? Ja. Weiß. Ja. So, richtig dumm. Das ist meine dumm, Antwort. Das ist auch wieder so eine Verarscherfrage gewesen. Ja. Alle achten auf diese komischen Zeichen. Ja. Und so, ne? Weiß es, die gesuchte Farbe ohne Zweifel wurde... Ja. Gut gemacht, und weißt du was? Dein kluges Köpfchen hat mich inspiriert, ich habe eine Idee. Wirklich, welche denn? Wenn ich die Mauer einfach weiß, streiche, dann schmiert sie am Ende sowieso gleich wieder voll. Vielleicht sollte ich einfach jemanden fragen, ob er mir ein schönes Bild aufmalt. Eine weiße Wand schmiert man schon voll, aber wer würde denn ein schönes Gemälde verschandeln? Eine fabelhafte Idee. Hihi, ich freue mich ja auch schon auf das Ergebnis. Hat recht, ist echt so. Komm hier nicht versteckt zu Rätsel, das sieht irgendwie so aus. Okay. Warte, ich glaube, das war wieder so, man muss... Ich habe Großes mit dieser Mauer vor. Schon bald wird jemand einen Künstler... Ja, das... Ich habe mir gar nicht vorgestellt. Ich heiße Leo, sehr erfreut. Hä? Jetzt können wir kurz wieder dahin gehen. Heute noch ein Rätsel, glaube ich. Ja, hat schon was gemacht. Irgendwie sieht das schon ganz hübsch aus. Hey, findet ihr auch nicht? Ich habe ein paar Kinder um Hilfe gebeten. Man sieht die Fortschritte schon. Ich freue mich auf das fertige Gemälde. Ja. Und dann wieder hin und zurück, ne? Wir sind emsig am Malen. Schaut doch später mal wieder vorbei.
Ja, jetzt wieder zurück und dann geht's weiter mit dem Farmrätseln. Ja. Und noch nicht. Hey, da freut schon, dass ihr da vorbeischaut. Was machst du? Was macht die Kunst? Fortschritte, das wird sicher ein richtiges Meisterwerk. Jetzt, wenn ich wieder rausgehe. Warte. Was, ich dachte schon. Dann redet er mich wieder an. Wenn alles nach Plan läuft, haben wir bis zum euren nächsten Besuch die Umrisse fertig. Das wird so eine das ist so ein hässliches Bild, das wirst du sehen. Jetzt haben wir das nächste Rätsel. Offensichtlich steht das Grundgerüst bereits. Es sieht schon ganz vertrefflich aus. Hey, Wochenmedaille, oder? Ich bin froh, dass sich die Kinder um ihre Mithilfe gebeten haben. Ich bin schon ganz gespannt, wie das Bild ausgemalt aussieht. Aber hallo, nicht mehr lange, dann wird es von Farben nur so strahlen. Nur noch ein wenig Gewürz, ja? Ihr könnt schon gar nicht mehr abwarten, lieb. Hier, vielleicht wollt ihr auch mal wieder mit künstlerisch wertvollen Rätseln die Muse verkürzen. Muse. Wusstest du eigentlich, dass wir unsere Erlaubnis, ob wir Abi machen dürfen, erst am 16. bekommen? April? Echt? Ja, am 16. April. So spät das. Ja, zumal vor. Stell mal vor, du hast jetzt gelernt und du erfährst, du hast nicht die Zulassung. Ja, alles umsonst. Ja, alles umsonst dann gelernt. Das ist richtig schlimm. Das ist traurig. Ist traurig. Du sollst eine aus 21 runden Holzscheiben gebaute Pyramide mit den Farben Rot, Blau und Gelb bemalen. Allerdings dürfen Scheiben, die aufeinander grenzen, nicht dieselbe Farbe haben. Eine Scheibe ist bereits rot angemalt. Wenn du die restlichen Scheiben wie die oben beschriebene streichst, welche Farbe hat am Ende denn Scheibe A? Okay. Also die dürfen nicht so gegenseitig. Oder? Also rot, neben rot darf nicht rot, ne? Also oben kreisrot raum. Also runter darf nicht. Warte. Die Scheiben, die aneinander grenzen? Nee, allgemein einfach. Umherum darf nicht rot sein. Ja, so, okay. Das heißt, blau, gelb. Sagen wir das. Ich glaube, das ist auch so eine Verarscherfrage. Das kommt mir irgendwie so vor. Warte mal. Du kannst dir nichts anmalen, kannst Notizen. Ja, Notizen kannst du machen. Okay, cool. Okay, blau und gelb noch, ne? Ja. Blau. Sorry, das ist blau. Mhm. Dann das auch blau. Weil da darf ja nicht rot hin, ne? Mhm. Das. Da das kommt da daneben. Gelb. 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 Okay. Wieso? Dann muss hier. Rot. Na, hier muss rot. Rot. Und hier war blau. Stimmt. Und dann neben blau ist gelb, oder? Hier? Ich meine da. Ja. Und hier. Hier muss rot sein. Rot. Dann hier blau. Hier gelb. Rot. Ich habe irgendwie schon gewusst, dass es rot sein müsste. Irgendwie dachte ich mir auch schon irgendwie. Ich hoffe, es ist richtig. So sollte es stimmen. Ja. Ja. Diese Rätsel waren ein bisschen voll leicht eigentlich, ne? Mhm. Wir haben nur andersrum gemacht. Ja, es gab zwei verschiedene Möglichkeiten. Ja. Aber da trotzdem kommt er dasselbe raus. Stimmt. Trefflich gelöst, ja meisterlich. Vielen Dank und viel Glück mit Ihrem Wandbild. Das Endergebnis kann sich sicher sehen lassen. Darauf können Sie Ihren Hut verwetten. Hey, jetzt wenn ich hier wieder rausgehe, guck mal, das dann. Einfach ein Pony mit Flügel. Was ist das? Ein Pegasus. Ja, aber was ist das für ein Haarschnitt? Haarschnitt? Für einen Nazi, ne? Bald werden die Kinder das Bild ausgemalt haben. Ich freue mich schon wie verrückt. Wir ignorieren. Ja, das kommt gleich. Wir ignorieren ganz diesen Typen da. Yeah. Hallo, das sind aber schöne Farben. Das kannst du aber laut sagen. Ja, da haben die kleinen Kinder ganze Arbeit geleistet. Warte, komm, du musst mal kurz raus. Die Bedingungen schlecht. Die Kleinen, sie haben also gar nicht mithelfen müssen? Hast du dich geändert? Ich habe mir mit der Maus gemacht. Nee, ich bin mir. Nein. Wieso? Nee, ich bin mehr Zuschauer als Kunstschaffender. Ja, Zuschauer ist klar. Aber ich stelle Ihnen natürlich die Farbe und die Pinsel und das ganze Zeug zur Verfügung. Jawohl. Na, solange es Ihnen Spaß macht. Kommt bald wieder und schaut euch mal die Mauerbilder an. Ja, klar, Leo, klar. Jetzt kommt ein letztes Rätsel.
Ich dachte, das waren 6 Stück oder so. Ihr Mauerbild sieht ja schon so gut wie vollendet aus. Allerdings, es ist fast fertig und bald reif für eine Vernissage. Hey, ich bin ganz schön stolz. Muss ich zugeben, stolz? Aber waren es nicht die Nachbarskinder, die das alles geleistet haben? Nun ja, gemalt haben die Kinder, stimmt, aber die Logistik gehört schließlich auch dazu. Und mit Logistik meine ich logischerweise Eimer schleppen, Farbeimer und genau. Ja, ist klar. Knecht. Ja, auf einem Eimer stand sogar ein farbioses ja. Sie haben ja ein regelrechtes Faible für Farben, stimmt's? Ist klar, was sind dein Hobby, Mars? Oh, 40. Du sollst eine weiße Wand mit farbigen Dekoplatten schmücken und du hast jeweils 3 rote, gelbe und grüne, orange Platten. Vor dem blauen hast du sogar 4 Stück. Die erste Dekoplatte jeder Farbe wurde bereits für dich platziert, also musst du dich nur noch um den Rest kümmern. Weder senkrecht, noch waagerecht, noch diagonal darf in einer Linie dieselbe Farbe 2-mal vorkommen. Okay. Einfach testen, oder? Warte mal. Ach, wie soll ich es reinlegen, oder? Ah nein, klicken, oder? Warte, senkrecht, waagerecht, noch diagonal. Ja. Warte. Ach so, okay. Ja, kann mir schon vorstellen, wie. Willst du es mal suchen? Okay. Oder ich kann auch selbst. Hallo? Ich muss dann nehmen. Ach so. Ah, okay. Ja, das geht ja. Einfach Test. Wäre das schon diagonal wegen Ja, 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 ne? Das wäre diagonal. Hallo? Ja, das Rot kann da. Hallo? Dann das Rot kann eigentlich hier, oder nicht? Weil es trifft ja nicht. Ja. Dann würde. Ja, das erste haben wir so. Haben wir dann auch? Nein, das wird diagonal. Ja. Yeah. Doch hier würde es passen, das Gelb. Hier. Das Rote kann hier passen. Hier, ne? Mhm. Okay. Richtig, orange und so. Oh, ist so richtig, ne? Warte, genau angucken jetzt mal. Ja, ist so. Hä? Ich hoffe mal. So sollte es stimmen. Ja, so simpel ging es ja. Ganz wie ich vermutete. So ein leichter Rätsel sind es ja. Ja, echt, ey. Also, ja, ja, ja. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit? Bei dem da? Stand da? Stand da, glaube ich. Okay. Übung macht den Meister. Ja, ich werde fast grün vor Leid. Aber ja, ja. Du hast den Adelssohn. Ja, guck, das lohnt sich ja. Stimmt. Also, der Macker hat keine mehr, ne? Ich glaube, er hat noch eine. Mein Wandbild ist der Vorlendung näher denn je. Bald wird's da. Ja. Ja, okay, er hat noch eins. Okay. Man muss ihn einfach ignorieren. Ich komme hier wie. Ja, wie gut? Hier ist euer frisch vollendetes Bild. Ihr seid die Ersten, die es sehen. Oh, wunderbar. Holla, und es ist wirklich ein Kunstwerk geworden. Danke, ich sag's den kleinen Michelangelos gerne weiter. Aber vergessen Sie nicht, auch sich selbst auf die Schulter zu klopfen. Sie haben vielleicht neulich die Pinsel geschwungen, aber ohne sie hätte es. Ja. Als er die einmal geschwungen. Hey, danke für die Blumen. Nur das Bild bleibt, wo es ist. Und ihr könnt es auch so oft ansehen, wie ihr es Lust habt. Das Wandbild ist vollendet. Es ist ein Kunstwerk sondergleichen. Einzigartig in ganz London. Wartet. Okay, weiter geht's. Jetzt verlacht. Okay, ja, sprich uns nicht mal an. Ich geh mal kurz da runter und wegen Münzen suchen. Versteckte Rätsel. Diese Musik ist irgendwie traurig und eine Sitzung irgendwie. Keine Ahnung. Ich hab auch gedacht, dass es eine Mütze wäre. Der Automat? Da können ja andere Fahrstationen hören. Ach so. Okay. Und. Sprechen wir den. Kein Rätsel? Sieh mal einer an. Wen haben wir denn da? Wir sind uns schon auf dem Weg zu Casino beginnend, richtig? Schön, dass ich einen Eindruck hinterlassen habe. Und lassen Sie mich raten, Sie lassen uns nicht durch, ja? Nee, kein Grund, sich darüber chauffieren? Damit verdiene ich eben meinen Lebensunterhalt. Leute fernzuhalten, die hier nichts zu suchen haben, ganz einfach. Wollt ihr mal das etwa zum Vorwurf machen? Aber nicht doch, trotzdem haben wir ein Anliegen, wir möchten Layton sehen. Oh, ganz schön mutig. Aber leider kann ich euch keinesfalls passieren lassen. Wieso nicht, werter Herr? Wir haben unser Begehren doch klar und deutlich vorgetragen. Weil Herr Layton gerade nicht im Hause ist, warum darum nicht? Somit haben Sie keinen Grund, dieses Gebäude zu betreten.
Er ist also nicht in der Pagode? Als ob ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt hätte. Der Boss ist unterwegs. Ausgeflogen, sonst wo, nicht hier. Aber wo könnte er denn bloß sein? Eines ist sicher, hier werden wir ihn wohl nicht finden. Professor, ich schlage vor, wir begeben uns auf die Spurensuche. Bestimmt können wir Layton ausfindig machen. Ganz deine Meinung, lasst uns die Leute aus der Gegend nach ihm fragen. Okay. Weißt du irgendwas, kleiner Junge? Was liegt an? Wir wollten den Hausherrn des Pagodentums sprechen, aber er war nicht da. Weißt du, wo er ist? Ich habe das so eine Ahnung, aber ich sage euch nichts. Zu eurer eigenen Sicherheit, klar? Mein Junge, es wird weder dir noch uns schaden, wenn du uns verrätst, wo er sich aufhalten könnte. Da liegen sie falsch, aber zumindest kann ich euch die neuesten Gerüchte einweihen. Sicher, dass ihr wissen wollt? Der Typ ist gemeingefährlich, sage ich euch. Damit können wir uns umgehen. Was hast du gehört? Die Leute sagen, dass er verkleidet durch die Stadt rumläuft. Wir könnten jetzt gerade neben ihm stehen und würden es nicht mal bemerken. Abgefahren, oder? Allein der Gedanke daran. Besser, wir reden nicht darüber. Man sieht sich. Hallo, wie geht's, meine Lieblingsgentlemans? Einfach rein, ja. Das hast du auch, oder? Sprich mal den Typen, vielleicht weißt du ja was. Hä, der Boss? Sehe ich so aus, als wollte ich wissen, wo er steckt. Außerdem werdet ihr ihn nicht finden. Da müsst ihr euch schon ein bisschen mehr anstrengen. Der verkehrt nämlich in edleren Läden als diesen hier. Gibt's da einen? Gab's einen anderen Laden hier? Nein. Doch, diesen pädophilen Laden da von diesem komischen Typen da. Willkommen in Chilis Nudelpalast. Was darf es sein? Bedauerlicherweise sind wir nicht zum Speisen mitgekommen. Wir wollten sie vielmehr zum Herrn des Pagodentums befragen. Oh, wollt ihr euch sicher keinen Bissen genehmigen? Na gut, was wollt ihr da nochmal? Wir möchten uns mit den Herren des Pagodentums treffen. Aber er ist dort leider nicht vorzufinden. Ist er vielleicht zufällig hier vorbeigekommen? Nicht, dass ich wüsste. Ich weiß ja nicht mal, wie er aussieht. Aber seine Gefolgschaft kreuzt hier fast jeden Tag auf. Kein Schimmer von anständigem Trinkgeld haben sie. Wenn ich recht überlege, werden sie den Mann wohl nie hier finden. Würden sie sich denn dort entspannen wollen, wo ihr Chef jeden Moment auftauchen könnte? Haha, eine sehr scharfsinnige Schlussfolgerung. Alles schön und gut, aber wenn ich euch erkenntlich zeigen wollt, bestellt das nächste Mal was. Was jetzt? Wieder zurück, glaube ich. Oder zum Pädophilen. Es kann nicht sein, dass der Pädophile irgendwie was. Fangen wir mal. Vergiss nicht, zum Spielen ist man nie zu alt. Ja, ein Pädo. Ja, ist klar, zum Spielen ist man also nie zu alt. Kinderschänder. Der weiß es. Wenn ihr immer noch nach den Pagodentum sucht, seid ihr hier völlig falsch. Oh, das wissen wir. Eigentlich sind wir unterwegs, um Informationen zu sammeln. Tatsächlich arbeitet ihr gerade an so einem Schulprojekt oder so. Ich empfehle euch, mit allen Leuten hier zu sprechen, so verschafft ihr euch einen Überblick. Wenn ihr mit allen Leuten geredet habt, kommt wieder zu mir zurück. Dann werde ich euch vielleicht ein oder zwei interessante Dinge zu erzählen haben. Ich verstehe nicht, wieso sie uns nicht einfach erzählen wollen, was sie wissen. Müssen wir über diese Macke noch reden? Ach, wir waren da hinten noch nicht, oder? Wo denn? Hier? Waren wir hier schon? Ja, ihr war doch mit der Bananenschale und alles. Ach ja. Weg da, ich muss durch. Ich hab's eilig, ich muss zurück. Waren wir schon da? Ja. Huch, und schon ist der Mann weg. Kaum zu glauben, wie flink ihn seine Beinchen tragen. Habt ihr gesehen, wie schnell er aus dem Laden geflitzt ist? Das habe ich. Er ist nur so gepritscht? Seine Hose und Schuhe waren auch nicht. Waren ganz nass. Und in seinen Armen hatte er zwei Stapel Bücher. Bestimmt ist er Stammkunde hier. Vielleicht weiß die Dame hier hinter der Theke über den Bescheid. Riesennase, hey, sucht ihr was Bestimmtes? Er ist super klein. Das ist ihre Nase. Dieser Zinken hier ist ihre Nase. Nein, das ist er. Was denn? Das ist ihre Wange hier, das ist die Nase. Achso, das ist ihre Wange? Ja. Achso, Entschuldigung bitte. Eigentlich hoffte ich, dass sie uns etwas über diesen Mann erzählen könnten. Den der ihr Buchgeschäft gerade so fluchtartig verlassen hat. Oh, das ist Dr. Avogadro. Er ist immer in Eile. Gibt es hier keine Frucht, die heißt Avogadro? Avocado. Avocado, hey? Seine Sachen waren pitschnass. Das alles war sehr seltsam. Ich habe mich mittlerweile an diesen Anblick gewöhnt. Er kommt jedes Mal in diesen Aufzug daher. Er schleicht sich immer von den Arbeit, um sich Neuerscheinungen zu besorgen. Ihr wisst ja, wie geistesabwesend Genies sein können. Wahrscheinlich übersieht er Pfützen auf dem Weg. Oder vielleicht verbringt er den Rest seines Pause mit Angeln. Wer weiß, er fällt hier immer
Er fällt dir immer ein, kauft ein paar Bücher und ist weg. Und ein Wort zu sagen. Er ist draußen, wenn man sieht ihn jetzt. Ah. Rätsel. Oh. Was ist? Wollt ihr was? Seht ihr nicht, dass ich... Ja, er hat es eilig, er steht einfach rum, er hat es eilig, ist klar. Ich glaube, er ist verärgert. Du kannst nicht so einfach Leute ansprechen und erwarten, dass sie ein Schwätzen mit dir halten wollen. Warum nicht? Ich kann nicht anders, Flora. Wie sollen wir uns sonst an Hinweise gelangen? Nun, manche Leute sprechen einfach nicht gerne mit Fremden. Hey, wenn ihr schon tatenlos hier rumcheckert, könntet ihr mir auch den Weg frei machen? Ich habe wichtige Termine und wüsste es sehr zu schätzen, wenn ihr mich nicht aufhalten würdet. Oh, aber sie wollen doch nicht wirklich in so einem Aufzug rumlaufen, oder? Hm, was ist damit? Nun, der mit den pritschnassen Kleidern, das sieht nicht gerade sehr bequem aus. Die können später trocknen, aber jetzt muss ich schnell weg. Adieu! Speedy Gonzales. Hui, schon ist er auf den Auf und davon. Vielleicht wäre er noch hier, wenn du ihn nicht so von vornherein bloß genervt hättest. Komm schon, das ist doch wirklich nicht meine Schuld. Irgendwie regt mich dieses Mädchen auf. Wieso? Ich weiß nicht, die nervt irgendwie. Oh, der wieder! Der Gelauchte. Hallo da. Ja, guten Tag, gnädige Fräulein. Ich bin Penik. Eine wahre Freude, Sie kennenzulernen. Ja, ist klar. Kinderschänder. Hallo, Penik. Oh nein, ihr schon wieder. Schön, Sie zu wiederzusehen. Ach, Sie haben unser süßes Mädchen benutzt, um mich aus der Reserve zu locken. Ich wusste es. Ich wusste, dass das nicht stimmen kann, als Sie mich so nichts als... Als Sie mich so mir nichts, dir nichts ansprach. Dankeschön. Bloß bin ich so stehen geblieben, um mit dir zu sprechen. Jetzt haben sie mich direkt da, wo sie mich haben wollten. Ich muss weg hier. So komisch, ey. Was habe ich nur getan, um diesen jungen Mann so in Angst zu versetzen? Du hast deine Mama geheiratet. Da bin ich überfragt, Professor. War das ein Freund von dir, Luke? Eher nicht. Ich kann ja nicht mal seinen Zittern für 5 Sekunden einhalten gebieten. Okay, Münzen suchen. Da wird was Witziges passieren. Waren wir ja schon in diesem Laden, ne? Diesen Katzenladen? Da gibt's ein Rätsel. Die hat auch ein Rätsel für uns. Hallo da, ich heiße Novella. Wie heißt du, junges Fräulein? Ich bin Flora. Wie geht es Ihnen, Novella? Ich befürchte nicht gerade rosig. Dieses Rätsel lässt... Ja. Ich weiß, wir haben uns gerade erst kennengelernt, aber darf ich so aufdringlich sein und die bitten um das... Ja. Das ist echt im echten Leben so, dass jeder jeden anspricht. Einfach so. Wäre etwas schon merkwürdig. Das ist ein Leighton-Gramm. Kannst du die 5 Klötzchenteile aus dem Professor Leighton-Zylinder in die Silhouette des Kükens einfügen und es so zum Leben erwecken? Die Teile lassen sich auch spiegeln. Komm. Willst du machen? Oder ich? Oder soll ich? Mach du. Okay. Spiel. Jetzt wieder drehen. Warte mal, erstmal kurz. Doch, das würde hier passen. Ja. Okay, hier haben wir das dann was. Darauf haben wir jetzt was. Das passt, das da. Wir haben es schon gelöst. Jetzt muss das spiegeln, oder? Ja. Und so einfach ist das. Das ist so easy. Noch ein. So. Ja. Geschafft. Alles oder nichts. Jetzt freust du dich ein Keks, oder? Dich hätten wir gelöst. Ja, ist klar. Quack, quack. Bist du ein Rätselgenie oder warum hattest du die Lösung so schnell parat? Danke, ich gebe mein Bestes. Eine echte Dame sollte ein wenig Rätselpassion aufweisen. Du hast den Baron als Ja. Oh nein. Warte. Wir haben das andere nicht mal noch fertig gemacht, ne? Welches? Vom Papagei. Stimmt. Es regt mich immer noch, dass wir das nicht fertig bekommen haben. Egal, wir machen das irgendwann offline und danach zeigen wir das einfach. Wenn wir stimmt. Warte, Bilderbuch, wir mal wissen, wie viel wir schon haben für 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Stücke fehlen uns, dann geht es weiter mit der Story davon. Ach, gibt es noch mehr Bilderbuchrätsel? Nein, wenn man das hat, kriegt man ja was Besonderes.
Geh da rein, da wartet ein Rätsel auf uns, wenn man die anspricht. Aber erstmal. Du hast so eine Nase. Aber geil. Sie hat ist noch verheiratet. Frag mal, wer der Mann ist. Weißt du, der Typ, der gesagt hat, wenn ihr alle Leute angesprochen habt, das ist der. Hast du diesen Käfig auch noch? Diese? Ja. Oh, okay, danke. Warum? Diese Dinge? Hab schon. Okay. Warte, ich spreche aber den ab. Na, ich kann Rätsel. Geil! Was ist das für eine entzückende Papagei, die ihr da habt? Freut mich, sie kennenzulernen, sie zu lernen. Ich bin Tauboss. Tauboss. Oh, klug und höflich zugleich. Ich heiße Maggie. Tauboss. Hallo Maggie, nett Sie kennenzulernen. Ist dies Ihre Tierhandlung? Tierhandlung? Oh nein, 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 junger Mann. Mein Laden ist nicht bloß eine schöne Tierhandlung, ist ein Treffpunkt für Tiere, an dem Sie wahre Freunde finden können. Facebook. Bist du denn gut mit Taubes befreundet? Aber sicher doch. Und oh, ich habe ganz vergessen, mich vorzustellen. Gestatten, Luke, mein Name? Oh, sehr angenehm, Luke. Du und Taubes, ihr bleibt auch weiterhin dicke Freunde, ja? Rest, zieh Leine, du Kasper. Aber Taubos, nicht jetzt! Okay. Man kann doch oben noch oben. Ne? Ja, da wartet eine Cutscene auf uns. Gleich. Guck die Biene an, die wird gleich verschwinden. Sag mir, Luke, kommt dir dieser Raum nicht auch irgendwie bekannt vor? Und wie, Professor? Okay. Oh, Schornstein? Ach, Steckte Rätsel. Nein, das Münze. Ne? Ich red mal jetzt mit dem. Das Haus? Ja. Das war mal ein gehöriger Seufzer für so ein kleines Bienchen. Was ist denn los? Was ist los, hä? Weißt du, als Biene ist das Leben nun mal kein Honigschlecken. Ey, wenn du das sagst, mach dir die Rätselhüterei. Denn so viel Mühe, Bienke. Was? Mach keine Witze, Kleiner. Das schaffe ich doch mit dem linken Fühlerchen, verdammt. Mein Problem ist ein ganz anderes. Ich bin nicht wie alle anderen Bienen, verstehst du? Da erzählst du mir was. Sag doch mal, Bienke, was ist eigentlich mit dir passiert? Was denn? Ihr wollt meine Geschichte wirklich hören? Na, von mir aus? Es ist eine packende Geschichte über den unglaublichen Werdegang einer kleinen Drohne. Um Rätselbiene zu werden, musste ich zuerst... Halt dich! Oh, Bienke! Viel besser. Insekten sind so eklig, findet ihr nicht? Da hilft nur die Fliegenklatsche. Bitte hören Sie auf! Die arme Biene ist bestimmt ganz platt. Wer hebt denn jetzt all die ungelösten Rätsel für uns auf? Nur keine Sorge, meine lieben kleinen Rätselfreunde. Meine Oma hat mich hierher geschickt, weißt du? Und ab jetzt passe ich auf eure Rätsel auf. Deine Oma? Dann heißt das ja, dass du... Genau. Ich bin Oma Enigmas Enkelin, Lola Enigma. Schaut doch wieder vorbei. Einfach getötet. Die Biene ist tot. Die Frau ist so behindert. Einfach getötet. Eiskalt. Ja, man hört einfach nichts mehr von der Biene. Guck mal, er wollte gerade seine Geschichte, seine Lebensgeschichte erzählen. Und auf einmal, bam. Einfach tot. Erzähl mal. Erinnert ihr euch noch an all die Rätselchen, die ihr ungelöst gelassen habt? Oder denkt nochmal an den armen Rätsel, die ihr gar nicht gefunden habt? Traurig, oder? Oh. Nur kein Grund zu Stirnrunzeln. Ich hüte sie hier für euch auf, bis ihr kommt, um sie zu lösen. Und all die kleinen Rätselein ziehen in diese Hütte ein. Kleine Wafferin hier. Ich klimm auf das Haus. Welches? Achso. Da kommt nichts mehr. Die Tür. Da kommt man da rein. Wenn ihr irgendwelche Rätselchen vergessen habt, hebe ich sie in der Hütte für euch auf. Ja, okay. Ich mag die jetzt schon nicht. Nach dieser Aktion, das ging einfach nicht. Einfach zu brutal. Und wir reden im nächsten Part mit dem Typen hier.